Seit vielen Jahren protestieren deutsche Friedensaktivistinnen immer wieder vor den Kelly Barracks in Stuttgart, Sitz von AFRICOM, dem Afrika-Kommando der USA. Shut down AFRICOM! Stop killer drones! Am 19. April 2016 haben wir, eine Gruppe von US-amerikanischen Friedensaktivistinnen, zusammen mit den Deutschen protestiert. Nach Beendigung der Mahnwache wollte ich einen Brief von der US-Friedensbewegung an General Rodriguez übergeben, dem damaligen Kommandeur von AFRICOM. Der US-Militärpolizist vor dem Tor zu den Kelly Barracks wollte den Brief leider nicht abnehmen. Die USA hat die Welt unter 6 Militärkommandos aufgeteilt. AFRICOM ist zuständig für die US-Militärbasen in Afrika, auch für diejenigen, die für den weltweiten illegalen Drohnenkrieg eingesetzt werden. Es ist bekannt, dass auf Befehl des US-Präsidenten die Drohnen auch tausende unbeteiligte Zivilisten getötet haben. Stop killing children in Africa and killing children in Yemen from bases in Africa. And I have a right to tell my government to stop doing this and stop violating German law. Germany has laws and Germany does not allow killing of innocents just like that. She doesn't have an ID from our host. Okay. I apprehended her. Did you try to get in? Yeah, she's trying to come on. Did I push you guys? No. Did I do any violence? Anything? Ma'am. No. Haben Sie einen Ausweis dabei? Naturally, I have my U.S. passport, but how can I get to it? My hands are here. Well, do you want my pass, right? Yeah. Ich muss es aber den anderen hier aufmachen. Das ist so schwierig. Okay. Okay. A US passport. Die Hände schon, wem können die? Ich dachte, alles war nun in Ordnung. Aber plötzlich erteilte mir einer der Polizisten einen Platzverweis. Er sagte, ich musste 100 Meter auf der Hauptstraße weiterlaufen. Ich sagte ihm, dass ich lieber bleiben wollte, weil das US-Militär den Brief der Friedensbewegung lesen sollte. Ehrlich gesagt war ich über die netten Polizisten enttäuscht. Ich glaube, dass die deutsche Polizei und die deutsche Justiz eher die großen Verbrechen der US-Regierung auf den Stützpunkten in Deutschland nachgehen müssen. Seit dem 18. Juli 2016 hat das AFRICOM-Büro in Stuttgart einen neuen Befehlshaber, General Waldhauser. Bei seiner Anhörung in dem US-Senat sagte General Waldhauser, dass er gerne die Drohnenattentate auch ohne Einwilligung des US-Präsidenten durchführen möchte.